Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, Array! Über wen redest du da? Nicht so wichtig. Lass dich nicht stören. Ich bin gar nicht hier. Beachte mich einfach nicht. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Erzähl mal, wer ich bin. El Larry, der Prophezeite, vor dem die Alpakas sich verneigt haben, der uns vor den Gringos gerettet hat. Ich dachte, du singst jetzt darüber, wie gut ich aussehe und wie erfolgreich ich bei Frauen bin. Na gut, bevor du El Larry wurdest, warst du Larry Leffer. Bin ich eigentlich immer noch. Der Mann, der damals in den wilden 80ern beschloss, keine Jungfrau mehr sein zu wollen. Beste Entscheidung meines Lebens. Der Mann, von dem keine Frau sicher ist. Genau. Moment, ich glaube, das soll man heute nicht mehr so sagen, habe ich gelernt. Aber es stimmt natürlich, Ladies. Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Das, Larry, ist eine lange Geschichte. Ich hab Zeit. Nun gut, du bist aus der Zeit gefallen. Das ist aber nicht nett. Niemand weiß, wie du aus den 1980er Jahren in unsere Zeit gekommen bist. Ach so, meinst du das? Du bist in einem seltsamen Labor aufgewacht und wusstest erst nicht, dass du dich im 21. Jahrhundert befindest. Doch du hast schnell gelernt, wie diese moderne Welt funktioniert. Er hatte ja auch den besten Lehrer. El Lefto. Du bist Larrys Anker in eine längst untergegangene Welt. Hat jemand Lust, mein neues Craft-Bier-Rezept zu kosten? Nein. Jedenfalls hast du, Larry, nicht nur die Tücken des 21. Jahrhunderts gemeistert. Naja, gemeistert würde bedeuten, dass er weiß, was er da tut. Und das kann man ja wohl nicht behaupten. Ich finde ja, er schlägt sich ganz gut. Silencio! Larry suchte nach Liebe an all den falschen Orten. Larry hat sich unsterblich in Faith verliebt. Die heimliche Chefin des Technologieunternehmens Prun. Sie forderte ihn heraus, in der Dating-App Timber 90 Punkte zu bekommen. Erst dann würde sie mit ihm ausgehen. Woher weißt du das denn alles? Du warst doch gar nicht dabei. Silencio! Das ging wie immer fürchterlich schief. Und dann wollte Larry den Prun-Server mit seiner Timber-Punktzahl hacken. Das war Notwehr. Dabei störte er eine Produktpräsentation. Und Prun wurde an den Rand der Pleite gebracht. Tja, upsi. Faith musste fliehen, mit BJ im Schlepptau. Dem Mann, den sie als CEO von Prun installiert hatte, der aber nur ihre Marionette war. Larry schlich auf ihr Schiff und fuhr heimlich mit ihnen zu ihrer Villa, hier im schönen Cancun. Wir werden kein Wort darüber verlieren, was auf diesem Schiff geschehen ist. Oh, ich fand das total romantisch. Ach. Das würde mich jetzt interessieren. Bist du wahnsinnig, Lefty? Ach, vergiss die Frage. Ich wollte es höflicherweise verschweigen, Larry. Ein Glück. Dass du die abstoßendste Sexpuppe aller Zeiten gebaut hast und... Den Rest können wir uns denken. Leider. Schließlich hat Faith dir ihren Plan offenbart, dass sie BJ nur als Marionette benutzt hat. Und dann hast du die Villa in die Luft gejagt und so die Gringos vertrieben und Cancun befreit. Ziemlich verrückte Geschichte. Erzähl mal, welches schlimme Schicksal Faith erlitten hat. Ah, schöne Faith. Du warst blind in sie verliebt und hast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sie für dich zu gewinnen. Naja, streng genommen war sie es, die mir nachgestiegen ist. Du bist ihr hierher gefolgt, in ihre Villa. Dann hast du die Villa in die Luft gejagt. Das lag nur an dem total misslungenen User-Interface. Was hast du erwartet, wenn du einen großen roten Knopf drückst? Jedenfalls kam es zu dem Moment, in dem du ihr Leben gerettet hast und zum ersten Mal empfand sie so etwas wie Zuneigung zu dir. Doch dann wurde sie von einem Trümmerstück getroffen. Nein, vom Puck. Was? Das war kein Trümmerstück von der Villa, das war der Puck. Was für ein Puck? Der Hau den Lukas, den ich auf dem Pier in New Lost Wages mit Gleitgel eingeschmiert und bei dem ich dann den Puck in den
Orbit befördert habe. Und der ist dann viel später wieder runtergefallen und hat genau in diesem Moment Faith getroffen? Genau. Das hat doch kein Mensch verstanden. Okay, reden wir nicht mehr darüber. Der Puck hat sie jedenfalls ausgenockt. Sie ist ins Boot gefallen und der Wind hat sie davongetrieben. Damit ist sie aus meinem Leben verschwunden. Sie ist sicher tot. Arme Faith. Ich habe nur die Erinnerung an sie. Kannst du vielleicht ein Lied über Pi singen? Wenn du das tust, lösche ich mich. Aber ich würde gern würdigen, dass du mir immer geholfen hast. Dir ist schon klar, dass ich dafür programmiert worden bin. Ja, aber wir haben so viel miteinander durchgemacht. Das stimmt allerdings, Larry. Kennst du ein Lied über Alpakas? Aber natürlich! Oh, Alpaka, Alpaka, alle nennen dich Lama. Du hast großen Durst und du bist gut als Wurst. Zum Wrestling gewillt und lecker gegrillt. Warum habe ich jetzt Hunger? Was ist eigentlich aus BJ geworden? Er wollte Lefties an die Börse bringen. Als Franchise vermarkten und international expandieren. Klingt nach einem Plan. Dann hat Lefty ihn mit einem Paddel verprügelt und er ist abgehauen. Oh. Erzähl mal, wo wir hier sind. Dies ist zweifellos der schönste Flecken auf Erde. Das wunderbare Cancun. Nirgends scheint die Sonne wärmer und sind die Bananen krummer. Lange lebt Cancun unter dem Joch der Gringos. Doch du, El Larry, hast uns befreit. Du hast die Villa der Gringos in die Luft gejagt. Also streng genommen war das ein Versehen. Wir sind befreit und eine goldene Zukunft liegt vor uns. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Vielleicht brauche ich doch noch ein paar Informationen. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Nun gut, El Larry. Es fehlt noch ein letzter Schritt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die ein goldenes Zeitalter auf Cancun einläutet. Du musst die Tochter des wichtigsten Mannes der Insel heiraten. Meine Tochter! Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, wo wir schon mitten in den Vorbereitungen sind. Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn ich vorher mal mit ihr reden könnte. Oder sie wenigstens anschauen. Nein, die Prophezeiung erlaubt es nicht. Aber sie ist außerdem die schönste Frau der Insel. Ach so, dann will ich mal nicht so kleinlich sein. Dann mache ich mich mal für eine Hochzeit bereit. Ja, zieh los, El Larry. Heirate die schönste Frau der Insel. Meine Tochter. Wie viele Frauen gibt es eigentlich auf der Insel? Zwei. Die andere ist meine Mutter. Vielleicht. Erfülle die Prophezeiung und dein Schicksal. Lass mich dir dieses Lied mitgeben. Oh, El Larry, El Larry, alle nennen dich. Ei, Caramba, meine Gitarre. Wir müssen sie reparieren, El Larry. Sonst kann ich auf deiner Hochzeit kein Lied singen. Ich kümmere mich darum. Und vergiss auch nicht, dass du dich um das Catering kümmern und deinen Hochzeitsanzug tragen musst. Pi? Was gibt's, Larry? Es gibt doch sicher eine App für Hochzeitsvorbereitungen. Durchaus. Aber ich bin immer noch damit beschäftigt, diese riesige Datei zu entpacken. Daher kann ich gerade auch keine neuen Apps installieren. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, ein riesiges Teil auszupacken. Entpacken, Larry. Diese Datei, die uns irgendjemand vor ein paar Wochen geschickt hat. Schon vergessen? Die muss ich entschlüsseln, aber das dauert. Okay, dann sag Bescheid, wenn es fertig ist. Larry, ich glaube, du bist ein wenig verwirrt. Ist das nicht normal, wenn man kurz davor ist, sich ewig zu binden? Durchaus. Aber lass mich dir noch mal ein wenig auf die Sprünge helfen.
Ich glaube, du musst dich jetzt um deine Hochzeit kümmern. Es ist schon viel für die Hochzeit vorbereitet. Wie geht's dir eigentlich dabei, Larry? Bist du wirklich bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Wenn die Prophezeiung das verlangt. Das reicht dir als Grund? Ach, reden wir nicht darüber. Willst du lieber darüber reden, wie du die Villa in die Luft gejagt hast? Ist ja gut. Ich werde nie wieder einen großen roten Knopf drücken. Wo ist noch mal die Leiter, die in mein Zimmer nach unten führt? Ach. Was ist los, Larry? Ich musste gerade wieder an Faith denken. Mach dir keine Vorwürfe. Tu ich aber. Das ist die Unterwäsche von Faith, die nach der Explosion auf der ganzen Insel verstreut war. Ich habe sie alle eingesammelt. Also, um sie Faith zurückzugeben. Sobald wie möglich, falls sie noch lebt. Ich sollte wenigstens eine Kerze für sie anzünden. Eigentlich müsste dafür alles hier im Raum sein. Die nehme ich mit. Es könnte ja dunkel werden. Ah, da ist sie ja. Jetzt muss ich sie erstmal anzünden. Nicht mehr alle dran, aber sollte reichen. Feuer!
der beste Freund des Mannes. Und in den richtigen Händen harmlos. So, sie brennt. Jetzt muss ich sie noch auf die Gedenkstätte stellen. Ach, Faith. Ich wünschte, du wärst hier. Okay, jetzt aber los. Ich muss noch viel für die Hochzeit vorbereiten. Moment. Was? Ich muss heute noch deinen Wissensstand im Sensibilitätskurs prüfen. Muss das gerade jetzt sein? Du hast selbst gesagt, dass du mehr darüber wissen willst, wie man im 21. Jahrhundert miteinander korrekt umgeht. Ich habe doch schon so viel gelernt. Aber noch nicht genug. Na gut. Also, wie viele Geschlechter gibt es? Genug für alle. Ich habe auch bald genug. Wie viele gibt es denn nun? Die richtige Antwort lautet, Geschlechter sind divers. Okay, wenn man zu faul zum Zählen ist. Oh. Nächste Frage. Dein bester Freund vertraut dir an, dass er unter Depressionen leidet. Was rätst du ihm? Eine heiße Nacht. Mein Prozessor läuft bei deinen Antworten auch heiß. Und das wäre das, was du selbst tun würdest? Nein, natürlich nicht. Das beruhigt mich. Ich würde mir erst den Whisky genehmigen, mir dann eine Frau... Schon gut. Was frage ich auch? Die letzte Frage. Für den Augenblick. Ein Arbeitskollege macht in der Mittagspause einen sexistischen Witz. Wie reagierst du? Welchen Witz genau? Geht eine Frau zum... ich meine, das ist doch egal. Mir reicht's. Habe ich bestanden? Ich sag mal so, das 21. Jahrhundert ist mit dir noch nicht fertig. Früher war alles leichter. Früher war nicht alles leichter. Du warst nur naiver. Aber da konnte man noch sagen, was man denkt. Was glaubst du eigentlich, was du hier die ganze Zeit machst? Hast du jetzt endlich diese Datei entpackt? Ich brauche eine Hochzeits-App. Die Verschlüsselung ist schwer zu knacken. Sie scheint besonders wichtige Daten zu enthalten. Irgendein Geheimnis. Seit Faith nicht mehr die Chefin von Prune ist, funktionierst du auch nicht mehr so richtig. Gar nicht wahr. Ich frage mich, was in der Firma inzwischen passiert ist. Hallo? Du bist also Nari. Ja. Du weißt, wer ich bin, meine Kleine. Ja, Mr. Wang. Freut mich. Oh, wir haben keine Zeit, um uns mit Freundlichkeiten aufzuhalten. Das hier, Nari, ist nicht mehr das Prune von früher. Das Prune von Bill Jobs und Faith. Dies ist nun mein Prune. Ja? Du arbeitest noch am Cougar-Update für unsere P-Phones. Ich möchte, dass du es sofort veröffentlichst, denn ich habe andere Aufgaben für dich. Aber... Kein Aber. Wir haben eine größere, wichtigere Sache vor uns. Miss Faith hat an einer revolutionären Software gearbeitet. Einen selbsterlernenden Algorithmus. Ich brauche ihn für das Produkt, mit dem ich Prune unsterblich machen werde. Eins, das sogar P-Phones überflüssig macht. Sie hat angedeutet, dass sie diesen Algorithmus geknackt hat. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich stehe unter Druck, Nari. Verstehst du? Also...
Dieser Algorithmus ist geil. Wir müssen ihn hart rannehmen. Verstehst du, meine Kleine? Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Du bist ab sofort die technische Leiterin von Prune. Wenn wir den Algorithmus von Faith nicht auftreiben, müssen unsere Techniker selbst einen entwickeln. Sofort! Du hast freie Hand und unbegrenzte Mittel. Mach mit mir, was du willst. Danke? Nari? Ja? Ich finde den Schalter für das geheime Hinterzimmer nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sowas muss es hier doch geben. Ein Zimmer mit einem Bett in Herzform, das sich dreht. Mit einem Hintereingang für alle, die ich dort... Ich frage direkt bei der Hausverwaltung nach. Und das Kuga-Update lasse ich ausrollen. In meinem alten Büro musste ich nur den Knopf unterm Schreibtisch drücken und da war alles. Das war schön. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich das hier auch haben. Übrigens, Larry? Ja? Wenn du dich an bestimmte Dinge erinnern willst, die du nicht mitnehmen kannst, ist es auch möglich, sie zu fotografieren. Haha, sehr witzig. Habe ich vielleicht einen Fotoapparat umhängen? Ich habe einen Fotoapparat. Du? Was meinst du, wofür das Loch auf der Rückseite ist? Also... Vergiss die Frage. Du kannst also alles fotografieren? Ja, und es dir dann anzeigen, als hättest du es dabei. Wie praktisch. Hättest du mir ruhig schon früher sagen können. Oh, ich könnte damit auch etwas ganz Bestimmtes fotografieren. Aber dafür bräuchtest du eine Weitwinkellinse, so groß wie das ist. Ich habe... genau, Larry. Schade, dass ich sowas nicht habe. Puh. Ach, das geht sicher auch so. Larry, nein! Fertig? Ja, danke der Nachfrage. Aber vielleicht solltest du lieber Dinge fotografieren, mit denen du später irgendetwas anfangen willst. Mir schwirrt langsam der Kopf, P. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich über alles, was ich zu erledigen habe, besser Überblick behalte? Gut, dass du fragst. Ich habe für dich eine To-Do-App installiert. Kann ich nicht wieder dieses Timbar haben? Wir haben doch im Rahmen deines Sensibilitätstrainings entschieden, dass wir diese App deinstallieren. Als Selbstschutz. Das war eine doofe Idee. Jedenfalls steht in der App alles, was du gerade noch für die Hochzeit erledigen musst. Und du kümmerst dich auch darum, dort alles abzuhaken, was erledigt ist? Aber natürlich. Wenn du eine der anstehenden Aufgaben erledigt hast, zeige ich es dir. Gute Idee, aber so nicht. Ich finde, ich habe die Unterwäsche perfekt in Szene gesetzt. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut.
Oh, ist das eine Selbstzerstörung, die zweimal funktioniert? Puh, Glück gehabt. Jetzt hat sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. Ein kurzer, nackter Draht. Gleitgel, das bewährte Hilfsmittel eines jeden Handwerkers. Ich sag ja immer, geh nie ohne Gleitgel aus dem Haus. Das ist mein Klo. Deswegen hängt das Toilettenpapier da. Nein, wenn ich mich draufsetze, klebe ich fest. Und das Toilettenpapier mag ich heute nicht anfassen. Die Magazine habe ich nur wegen der tollen Interviews. Sie interviewen die nackten Frauen auch? Das ist aber nett. Ruhe, Pi. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Ich möchte nicht darüber reden. Willst du immer noch lieber stehen? Hier schreibe ich meine Fortschritte beim Sensibilitätstraining auf. Danke, Larry. Eine G-Seite für meine Gitarre. Wunderbar. So kann ich auf eurer Hochzeit mein Lied singen. Oh, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Hola! Hallo! Ich habe noch ein paar Fragen zur Hochzeit. Ja? Irgendwelche Tipps für die Hochzeitsnacht? Ist sie eher athletisch? Kennt sie schon alle Tricks oder muss ich ihr was erklären? Warum sagst du denn nichts? Warum sagst du denn immer noch was? Was muss ich noch alles erledigen? Also, alle Gäste müssen verköstigt werden. Du musst deinen schönsten Hochzeitsanzug tragen. Wenn das alles erledigt ist, feiern wir eine Hochzeit. Könnte man nicht einfach eine Lebensgemeinschaft eintragen? Nein, das sorgt nur für Durcheinander bei den Steuerklassen. Genug über die Hochzeit. Immer noch sauer auf die Gringos? Stinkesauer! Außer auf dich natürlich, Larry. Aber als mein Schwiegersohn bist du dann sowieso einer von uns und kein Gringo mehr. Ich fühlte mich auch schon gar nicht mehr gringorisch.
Bis später, Elroy. El-Rey! Sieht stabil aus. Das bekomme ich niemals aufgebrochen. Holla! Hallo! Weißt du, wo ich den Schlüssel für meinen Kleiderschrank herbekomme? Ah, Larry! Ich habe dir schon den einen Schlüssel gegeben. Den Schlüssel zu deinem Schicksal. Ich habe das Gold von den Gräbern meiner Vorfahren eingeschmolzen. Dieses Sakrileg begangen, nur um daraus diesen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel, der unser aller Schicksal in sich trägt. Du hast ihn doch noch, nicht wahr? Es kam ein UFO mit Aliens und die haben ihn gestohlen. Aliens sind heutzutage aber auch eine Pest. Also ist der eine Schlüssel verloren. Der Schlüssel des Schicksals, der aus dem Gold meiner Ahnen entstanden ist. Unwiederbringlich. Ein Glück, dass ich noch einen habe. Hier. Oh, danke. Bis später, Elroy. El-Rey! Ah, der passt. So. Dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug an. Passt perfekt. Oh, in der Tasche ist auch der eine Schlüssel von El-Rey. Prima. Zumindest wird er mich nicht umbringen, weil ich den verloren habe. Ah, oh, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein. Was da wohl drin ist? Ich habe auf der ganzen Insel noch keinen Konditor gesehen, aber Lefty hat eine Tube mit Bauschaum. Das macht schon misstrauisch. Wenn das so weitergeht, guckt er noch in mich hinein. Als gäbe es da viel zu entdecken. Ja, auch wieder wahr. Da unten ist der Strand zu sehen. Oh, was? Ist das etwa... Was ist los, Larry? Ist das etwa...
Die Braut? Die Braut ist El Reys Tochter. Vielleicht hat er den Esel adoptiert. Jetzt sei mal tolerant und vor allem nicht so einfältig. Dosen mit Schnüren dran? Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Ein alter Volleyball. Er sieht etwas schlapp aus, aber das bekomme ich schon wieder hin. Hey, das sagen sonst immer deine Frauen zu dir. Das ist die Prophezeiung, von der El Rey geredet hat. Irgendwas mit Gringos. Eher ein Lochsegel. Das warst du. Man hat mich dazu gezwungen. Das brauche ich nicht. Das ist ja total eingerissen. Sieht nützlich aus. Gehört jetzt mir. Guck mal, Pi. So muss ein Telefon aussehen. Der Volleyball erinnert mich an einen zerknautschten Kopf, dem Gesicht und Haare fehlen. Lieber einen Stock in der Hand als im Arsch. Ohohoho. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Larry! Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen. Natürlich hilft es, die einzige Gaststätte auf der ganzen Insel zu sein. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste geworden, als sie sich nicht mehr übergeben mussten. Lass mich raten. Du hast eine neue Rezeptur für dein Barbarenbräu gefunden. Larry, das findet man nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Eine Sammelklage ist auch ein Prozess. Was ist eigentlich aus BJ geworden? Er wollte bei Lefties als Partner einsteigen. Meinte, dass man daraus ein Franchise aufbauen könnte. Ein Lefties in jeder Stadt und so. Barbarenbräu. In verschiedenen Varianten für verschiedene Zielgruppen. Ich habe ihn davon überzeugt, dass das keine gute Idee ist. Mit Marktforschungsdaten? Mit einem Paddel. Er ist dann verschwunden. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Interessiert mich auch nicht. Hältst du das mit der Hochzeit für eine gute Idee? Na klar. Ich liefere das Catering. Ich meine, ich habe die Braut noch nicht mal kennengelernt. Das kannst du auch als Vorteil sehen. Die Braut hat dich noch nicht kennengelernt. Wie meinst du das denn jetzt? Ich will damit sagen, dass ihr sicher ein Traumpaar seid. Ach so. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich. Aber ich kann kein Alpaka-Fleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpaka-Fleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das... Die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch.
Ich muss los. Dann bis später. Der Fleischwolf ist mir sympathisch. Er hat auch noch Handbetrieb. Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Ken Kam. Lefty, Lefto, darf ich mir den Pizzaschieber ausleihen? Du meinst, du nimmst ihn mit und ich sehe ihn nie wieder? Er hat dich durchschaut. Nimm ihn ruhig. Ich experimentiere sowieso gerade mit Fladenbrot. Sieht ziemlich gebraucht aus. Der Fleischwolf ist mir sympathisch. Er hat auch noch Handbetrieb. Ein Schieber, der für jede Art von Pizza geeignet ist und nicht mal Ananas diskriminiert. Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Larry! Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Natürlich, der Fleischwolf funktioniert ja wieder. So, jetzt ist alles für die Hochzeit vorbereitet. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht so richtig darauf freuen. Was ist los, Larry? Es fühlt sich alles nicht richtig an. So geht es allen Leuten vor dem Ja-Wort. Wahrscheinlich hast du recht. Ich gehe erst mal zurück in mein Zimmer. Larry? Was gibt's? Erinnerst du dich an die Datei, die dir vor ein paar Wochen geschickt worden ist? Was war nochmal mit dir? Du hast von einer unbekannten Nummer eine verschlüsselte Datei erhalten und ich habe sofort mit der Dekodierung im Hintergrund begonnen. Ach so, diese Datei. Was ist damit? Ich habe sie entschlüsselt. Oh, dann kann ich jetzt die Hochzeits-App installieren? Die Datei stammt von Faith. Was? In der Paketdatei war auch ihr Bild. Das ist Faith! Wann genau wurde das Bild aufgenommen? Am Tag nach der Explosion des Hauses. Sie hat überlebt. Aber wo ist sie jetzt? In dem Foto sind auch GPS-Koordinaten von der Hohen See. Pi, wir müssen dorthin. Sofort! Koordinaten auf der Karte gespeichert. Kannst du schwimmen? Ich versuche es lieber mit einem Boot. Es war noch mehr in dem Dateipaket. Was denn? Das ist ein komplexer Programmcode, den ich selber nicht verstehe. Ich analysiere ihn. Was passiert mit dir? Ich weiß nicht. Was ist jetzt mit diesem Programmcode? Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht war es nur ein Update für meine Software. Egal. Ich muss Faith finden. Dabei muss ich nur aufpassen, dass El Rey mich nicht gleich unter die Haube steckt. Sonst komme ich niemals von der Insel weg. Pi, wo gibt es auf der Insel ein Boot? Pi, alles klar? Natürlich. Ein Boot? Nirgends. BJs Yacht wurde gepfändet und die Einwohner hier wollen nicht weg. Dann werde ich mir eins bauen müssen. Naja, wer in der Lage ist, mit einem Kondom eine Ratte zu fangen, kann auch ein Floß bauen.